Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich mache jetzt, glaube ich, die Unmod irgendwie gefühlt 2 Monate später, nachdem eigentlich die Aufnahme entstanden ist. Ich weiß nicht mal mehr, wie viel ich euch davon zeigen kann, aber ich wollte es euch noch zeigen. Ich bin ein bisschen mit der Videoreihenfolge durcheinander. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Und zwar wollte ich euch noch ein Video zeigen von dem letzten Springtraining, was ich mit Cash hatte. Eigentlich war da ursprünglich Stangenarbeit geplant und gar nicht unbedingt großartig noch Springen dazu, aber wir sind dann auch noch ein bisschen gesprungen zum Abschluss. Und ich habe ihn erstmal so locker geritten, über Stangen drüber und ein bisschen Cavaletti. Ich glaube, da hat mein Papa nichts von gefilmt, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er hat hinterher auf jeden Fall noch gefilmt, wie ich den Parcours gesprungen bin. Das habe ich diesmal gemacht ohne Sporen. Weil wir so ein bisschen gucken wollen, dass ich Cash im Training eher ohne Sporen, auf dem Turnier eher mit Sporen springe. Einfach, dass er dann, wenn es am Turnier nötig ist, noch ein bisschen mehr zündet, wenn ich dann eben die Sporen noch dabei habe. Und deswegen habe ich die dann im Verlauf des Trainings abgemacht und bin dann nochmal geritten. Hat auch echt gut funktioniert. Ich hatte den dann schon schön an den Hilfen und hat dann auch auf meinen Schenkel gehört. Es war natürlich immer noch hat natürlich immer alles noch Verbesserungspotenzial. Was für mich mega anstrengend war an dem Tag, war immer das Zulegen für 3 Galoppsprünge oder 4 Galoppsprünge und dann wieder einfangen. Ich finde, das sieht man jetzt auch leider nicht so wirklich auf dem Video. Ich habe mich jetzt auch nicht so wirklich gefühlt, als ob ich zugelegt hätte. Die Besitzerin war aber an für sich ganz zufrieden. Und das ist dann ja im Endeffekt die Hauptsache. Und ja, also es wird nichts Langes sein. Ich wollte es euch aber trotzdem mal noch zeigen. Und ich glaube, das war eigentlich schon alles, was ich dazu großartig sagen kann. Also zeige ich euch jetzt noch das kurze Video vom Training. Yeah.
tief. Einmal zulegen. Luft holen. Yeah.